der scheinbare juristische Weg durch das Gesetz, die Ungleichbehandlung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern zu beenden, zumindest die Ungleichbehandlung in Bezug auf die Festangestellten im selben Betrieb. Wie hat denn das Gesetz das geschafft seit dem 1. April? Ja, also das wäre schön, wenn das Gesetz das geschafft hätte. Das Gesetz sieht vor, dass wenn ein Leiharbeitnehmer im selben Betrieb mehr als 9 Monate tätig ist, dann hat der Leiharbeitnehmer Anspruch auf Equal Pay, wie man sagt, also auf die Bezahlung, genau wie vergleichbare Festangestellte in dem Einsatzunternehmen. Die allermeisten Leiharbeitnehmer sind aber nur 2, 3 oder 4 Monate im selben Betrieb tätig, sodass also diese schöne gesetzliche Regelung für die überhaupt nicht zum Zuge kommt. Sondern wir haben weiter die Situation, dass Leiharbeitnehmer im Durchschnitt der Fälle ungefähr 30% weniger verdienen als die Stammkräfte, die die gleiche Arbeit machen. Mhm. Ein Aspekt ist die Bezahlung, die dann neu geregelt werden soll in dem Gesetz. Auf der anderen Seite, ich hatte es gerade genannt, soll auch das geregelt werden, wie lange denn Leiharbeiterinnen in so einem Betrieb als Leiharbeiter arbeiten können. Jetzt haben Sie schon gesagt, normalerweise sind die Fristen relativ kurz. Im Gesetz wird festgelegt, dass nach 1,5 Jahren der Leiharbeit die Menschen in den Betrieb übernommen werden müssen, also angestellt werden müssen. Das ist ein Gerücht. Also das Gesetz sagt, 18 Monate ist die Höchstdauer für die Überlassung in ein und denselben Betrieb. Mhm. Aber dann hat man nicht etwa einen Anspruch auf Übernahme, sondern dann ist es eben in diesem Betrieb zu Ende. Dann kann der Betriebsinhaber auf freiwilliger Grundlage, wenn er das für sinnvoll hält, den Leiharbeitnehmer selber einstellen und sagen, du gehörst jetzt zu meiner Stammbelegschaft. Er kann aber auch hier gehen und sagen, tut mir furchtbar leid, die 18 Monate sind jetzt vorbei, ich kann Sie nicht weiter beschäftigen, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Also die Vorstellung, da hat man dann Anspruch auf Übernahme, ist verkehrt, ist leider nicht im Gesetz festgeschrieben. Jetzt sagen Sie leider, wenn Sie sagen, normalerweise sind die Leiharbeitsfristen sowieso sehr viel kürzer, ist das eine Regelung, die sinnvollerweise erlassen werden müsste? Also meines Erachtens wäre es richtig, davon auszugehen, was an sich das Gesetz ja auch tut, dass man vom ersten Tag an das Gleiche kriegt wie vergleichbare Arbeitnehmer, die im Stammbetrieb tätig sind. Und das hätte zur Folge, dass man nicht mehr eine ganze Million Leiharbeitnehmer hätte, sondern dass man auf Leiharbeitnehmer nur zurückgreifen würde, wenn man sie wirklich braucht. Das heißt, wenn überraschend viel Arbeit anfällt oder wenn überraschend einzelne Stammarbeitskräfte ausfallen. Da ist es völlig legitim und vernünftig, wenn man auf Leiharbeit zurückgreift. Aber in der heutigen Situation kann man die Leiharbeit immer noch benutzen, als Mittel, um die Lohnkosten zu senken. Also statt eines eigenen Beschäftigten beschäftigt man Leiharbeitnehmer, möglichst kurz, wenn die Einarbeitung keinen besonderen Aufwand macht, dann kann man alle 6 Monate den Leiharbeitnehmer austauschen und dann kommt man nie in die Situation, dass man Equal Pay bezahlen muss. Als Arbeitgeber würde ich das ja auch immer festmachen an der Effektivität meines Betriebes. Ne? Normalerweise würde man ja denken, ein gut eingearbeitetes Team ist sehr viel wert. Diese Praxis, Leute schneller auszutauschen, ist das erst was eigentlich so im Betriebssinne gut funktioniert aus Ihrer Sicht? Das hängt von der jeweiligen Tätigkeit ab. Also es gibt Tätigkeiten, zum Beispiel im Reinigungsgewerbe. Da benötigt man aus Arbeitgebersicht 2 Stunden, um neue Arbeitskräfte einzuarbeiten. Es gibt Tätigkeiten im IT-Bereich, da brauchen Sie 4 Wochen, bis die fragliche Person einigermaßen Bescheid weiß. Und je nachdem wird man sich natürlich unterschiedlich verhalten. Also es ist nicht so, dass man gewissermaßen bei jedem Job, den ein Leiharbeitnehmer nimmt, dieses Rotationsprinzip praktizieren kann. Also du bist 4 oder 6 Monate da und dann ersetze ich dich durch einen anderen. Das so einfach ist es nicht, aber bei vielen, insbesondere einfacheren Tätigkeiten, klappt es, funktioniert es, ist es möglich, die Leiharbeitnehmer auszutauschen, auch die 9 Monate eben zu vermeiden oder bei den 18 Monaten Obergrenze für die Überlassung, da können Sie nach dem Gesetz völlig legal Folgendes machen. Der Leiharbeitnehmer geht 3 Monate woanders hin,
Also der Verleiher schickt ihn zu einem anderen Unternehmen oder er ist 3 Monate arbeitslos und dann können Sie ihn an der gleichen Stelle wieder einstellen und können ihn dort weiter beschäftigen. Und zwar zu der Vergütung, die ein Anfänger kriegt. Das ist so ungefähr wie bei Mensch ärgere dich nicht. Ja? Also man wird gewissermaßen zum Ausgangspunkt zurückgeführt. Wir können ja mal diese gesetzliche Ebene beibehalten. Dieses Gesetz, was seit dem 1. April gilt, das sollte ja eigentlich dazu beitragen, dass Leiharbeitende auf rechtliche, sichere Füße gestellt werden und quasi so eine Gleichbehandlung innerhalb dieser Beschäftigungsverhältnisse mit zu den Betriebsstammbelegschaften haben. Wenn wir uns das Gesetz angucken, wir haben jetzt 2 Aspekte rausgepickt, die entweder gar nicht, also fehlen oder aber nicht gut geregelt sind. Gibt es irgendetwas an diesem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz aus Ihrer Sicht, wo zumindest was gut gelaufen ist oder gut geregelt ist? Also es ist so, das Gesetz bringt nicht das, was es versprochen hat. Aber es gibt natürlich auch positive Aspekte drin. Zum Beispiel ist es nicht mehr zulässig, dass man Leiharbeitnehmer als Streikbrecher einsetzt. Das ist ausdrücklich im Gesetz jetzt verboten. Bisher war das so, Leiharbeitnehmer konnten sich weigern, als Streikbrecher eingesetzt zu werden. Das haben sie typischerweise aber gar nicht gemacht. Jetzt ist es so, es ist dem Arbeitgeber verboten, sie als Streikbrecher einzusetzen. Wenn er es trotzdem macht, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und dann haben sie eine relativ ordentliche Regelung bei der Abgrenzung zu Scheinwerkverträgen. Wenn also ein Leiharbeitnehmer unter der Firma Werkvertrag kommt, also wenn drin steht, er hat nur einen Arbeitsvertrag mit einem anderen, einem Drittunternehmer und er wird in Betrieb geschickt und in Wirklichkeit ist er aber Leiharbeitnehmer, dann kann er in Zukunft die Rechte eines Leiharbeitnehmers geltend machen und außerdem kriegt sein Arbeitgeber erhebliche Schwierigkeiten. Also da hat man auch, sagen wir mal, eine Regelung getroffen, die ganz vernünftig ist. Aber die Hauptsache, nämlich die Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern mit Stammbeschäftigung, ist weiter ein offenes Problem, ja, die schlechte Bezahlung. Und es sind auch die sonstigen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die Kündigungsfristen, sehr viel schlechter für Leiharbeitnehmer, weil es insoweit eben Tarifverträge gibt, die vom Gesetz zulasten der Leiharbeitnehmer abweichen. Jetzt schwant einem ja nichts Gutes, wenn man so weiß, wie Lobbygruppen an solchen Entscheidungsverfahren und Gesetzentstehungsverfahren eingebunden sind. Und wenn wir mal eine relativ starke Lobbygruppe, nämlich der Arbeitgeber in Deutschland nehmen, der sogenannten Arbeitgeber, die ja eigentlich Arbeitnehmer sind, dann habe ich das Gefühl, dass vielleicht das, was da mal ursprünglich mal als gute Idee von der Arbeitsministerin, immerhin Sozialdemokratin, Gewerkschafterin sozusagen, ja, vielleicht im Schilde geführt worden ist, dann über den Prozess dieser Gesetzschreibung und der Beratung und so weiter und so fort, vielleicht dann eben auch abgewandelt worden ist. Wie sieht denn so eine Gesetzschöpfung aus Ihrer Sicht aus? Ist das was, wo man ja, sich drauf verlassen kann, eigentlich so auf dem Weg der Entstehung? Naja, also da hängt auch sehr viel von subjektiven Faktoren ab. Da wird also erstmal ein Referentenentwurf gemacht. Der ist eigentlich vertraulich und wird den übrigen Ministerien zur Kenntnisnahme zugeleitet. Weil er in gewissem Umfang vertraulich ist, kommt er natürlich sehr schnell an die Öffentlichkeit. Das ist ja immer so. Und dann stürzt sich die Öffentlichkeit drauf und es stürzen sich insbesondere auch Interessengruppen drauf. In diesem Fall die Verleiher und sagen, oh Gott, ihr macht uns unser Geschäftsmodell kaputt. Dann gibt es öffentliche Kritik. Typischerweise hat es in solchen ersten Entwürfen auch handwerkliche Fehler. Die Gesetzgebung ist keine so einfache Angelegenheit, da muss man sehr vieles bedenken und wenn man immer nur weisungsabhängige Tätigkeit in einem Ministerium machte, dann hat man manchmal Schwierigkeiten, an viele Dinge zu denken. Und dann wird also ein wenig so ein Entwurf zerrissen. Und gleichzeitig machen dann bestimmte nach außen hin sehr freundliche, konziliante Menschen Besuche beim Ministerium, in diesem Fall beim Arbeitsministerium. Und dann werden aus Sicht dieser Interessentengruppen werden dann dem Entwurf die Giftzähne gezogen. Das heißt also, man nimmt bösartige Dinge aus Sicht der Interessenten
nimmt man raus und dann wird es also ein stromlinienförmiger, braver Entwurf. Und wenn das einigermaßen abgestimmt ist mit den anderen Ressorts, dann geht so ein Entwurf ins Kabinett. Dann beschließt ihn die Bundesregierung. Und dann ist es ein Regierungsentwurf und der läuft dann über den Bundesrat, der Stellung nehmen kann, an den Bundestag. Und der Bundestag berät in drei Lesungen über das Gesetz. Da gibt es dann im Ausschuss auch nochmal gegebenenfalls ein Hearing und Einflussmöglichkeiten, also von wichtigen Interessengruppen. Und dann geht es nochmals durch den Bundesrat und dann geht es zur Unterschrift zum Bundespräsidenten und dann kommt es im Bundesgesetzblatt und dann kann man sich also je nachdem freuen oder traurig sein, was da drin steht. So läuft also faktisch das Gesetzgebungsverfahren. Weil dieser Aspekt, ne, das sozusagen durch die Gesetzlichkeit das alles zu regeln, an der Stelle tatsächlich von so bottom-up-mäßig wahrscheinlich nicht zu leisten ist, wäre die Frage, was denn juristisch machbar ist, ne, bei den Schwachstellen, die Sie jetzt benannt haben bei diesem Gesetz. Ja. Was bleibt denn denjenigen, die betroffen sind, Interessenverbände der Arbeiterinnen und Arbeiter, Gewerkschaften oder Individuen, um auf diese Schwachstellen hinzuweisen oder diese zu verändern? Also das kann man ganz generell mal betrachten. Man hat beispielsweise die Reform des BGB im Jahr 2000. Die hat man erstmal bekannt gemacht im Internet. Und da konnte jeder Bürger, der interessiert war, Stellung nehmen. Und da hat es auch außerordentlich viele Stellungnahmen gegeben. Also man kann an die allgemeine Öffentlichkeit appellieren und da jedem die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Das ist nach meiner Kenntnis hier nicht gemacht worden. Und Sie haben im Bereich Leiharbeit die besondere Schwierigkeit, dass die Leiharbeitnehmer im Grunde genommen keine wirkliche Interessenvertretung haben. Denn die Gewerkschaften sind mitschuld daran, dass die Leiharbeitnehmer schlechter dran sind als die Stammbeschäftigten. Der Hintergrund ist folgender: Als unter Clement Hartz I verabschiedet wurde, das war die Änderung des damaligen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, da ist festgeschrieben worden, gleiche Bezahlung, gleiche wesentliche Arbeitsbedingungen. Aber von diesen beiden gesetzlichen Prinzipien kann durch Tarifvertrag abgewichen werden. Und zwar theoretisch zugunsten der Leiharbeitnehmer, aber praktisch zu Lasten der Leiharbeitnehmer. Beides ist zulässig. Und dann haben die Verbände der Leiharbeitnehmer mit einer relativ kleinen, wohl auch überhaupt nicht tariffähigen christlichen Gewerkschaft einen Tarifvertrag abgeschlossen. Und dieser Tarifvertrag hat die DGB-Gewerkschaften veranlasst, dann ihrerseits auch einen geringfügig besseren Tarifvertrag abzuschließen, weil sie nicht wollten, dass die anderen das gesamte Tarifgeschäft machen. Und das ist so gelaufen. Und es gibt natürlich auch in vielen Betrieben, gibt es Vertreter der Arbeitnehmer, die der Auffassung sind, so schlecht ist es gar nicht, wenn man Leiharbeitnehmer hat. Denn wenn der Betrieb in die Krise kommt, dann werden in erster Linie mal die Leiharbeitnehmer entlassen. Also sie haben da die Situation, dass die Gewerkschaft eigentlich erstmal die schlechtere Stellung der Leiharbeitnehmer durch Tarifvertrag festgeschrieben hat. Im Laufe der Entwicklung gab es nun insbesondere in der Metallindustrie und in der chemischen Industrie sogenannte Zuschlagstarifverträge, die also mit wachsender Dauer des Einsatzes in einem und demselben Betrieb dazu geführt haben, dass die mehr verdienen, allerdings auch nicht bis hin zu Equal Pay und gleiche Arbeitsbedingungen haben sie sowieso nicht. Aber es gibt also da dann gewisse Verbesserungen, allerdings nicht in allen Branchen, sondern wie gesagt eben im Organisationsbereich der IG Metall und der IG BCE. Es gibt es auch in der Druckindustrie, die zu Verdi gehört, aber in vielen Dienstleistungsbereichen gibt es solche Zusatztarife nicht. Und das heißt also, die Gewerkschaft ist mitverantwortlich dafür, dass die Leiharbeitnehmer in einer außerordentlich schlechten Position sind. Und was eben besonders schlimm ist, das ist die Existenzunsicherheit. Es gibt Personen, die sind
5, 6, 8, 10 Jahre lang Leiharbeitnehmer und kriegen immer nur einen befristeten Vertrag. Ja, das ist zwar, wenn es mal 10 Verträge sind, möglicherweise ein Rechtsmissbrauch. Aber das durchzuklagen fällt einem Leiharbeitnehmer außerordentlich schwer. Und deshalb bleibt es natürlich dabei. Und die Leute wissen nie, was passiert. Und gleichzeitig hat man als Leiharbeitnehmer den berechtigten Eindruck, dass man nicht als gleichberechtigt behandelt wird. Also die geringere Bezahlung, die zeigt sich nicht nur im Konto, sondern die zeigt sich auch im Alltag. Leiharbeitnehmer werden typischerweise einfach nicht so wichtig genommen. Ja, sie werden mehr zur Seite geschoben. Sie kriegen die weniger schönen Arbeiten. Und das führt zu einem hohen Maß an Erbitterung. Also ich habe ungefähr 250 Zuschriften gekriegt per E-Mail aufgrund dieser Aktion von LaborNet. Und in jeder zweiten Zuschrift, mindestens in jeder zweiten Zuschrift, war von Ausbeutung und Sklaverei die Rede. Die Grundhaltung ist die, also wir werden hin und her geschoben. Wir sind im Grunde nur das Objekt von fremden Entscheidungen. Wir haben überhaupt nichts zu sagen, wir sind der letzte Dreck, so werden wir behandelt. Und dann haben Sie einzelne Briefe, die sagen, für uns, um uns kümmert sich niemand. Ja, wir sind eigentlich ganz allein und kommen aus der Situation auch nicht raus. Und dann ist also auch sehr deutliche Kritik zu hören in vielen Briefen am Gesamtsystem der Arbeitsbeziehung. Ja, das ist also mit sehr kräftigen Ausdrücken wird dieses Gesamtsystem kritisiert. Ich kriege auf der anderen Seite seit vielen Jahren kriege ich immer wieder Zuschriften von Betriebsräten, auch von einzelnen Arbeitnehmern zu irgendwelchen arbeitsrechtlichen Fragen. Und da habe ich nie, auch nur im Entferntesten, diese Form von Kritik, Empörung und Ablehnung der Arbeitsbeziehungen in der Bundesrepublik erlebt, wie jetzt in diesen 250 Zuwendungen. Also da hat man eine Schicht von Beschäftigten, ja, die in der Öffentlichkeit mit ihren Anliegen sonst überhaupt nicht vorkommen, ja, von denen man eigentlich keine Kenntnis nimmt. Und jetzt gibt es da so eine Unterschriftaktion, im Hintergrund stand ja auch eine Sendung im ZDF, die Anstalt, die Leiharbeit problematisiert hat, in einer unheimlich guten Art und Weise. Und jetzt plötzlich artikulieren die sich, sagen, wie es ihnen geht. Ja? Und es gibt auch, wissen Sie, ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, da hat jemand geschrieben, also ich verdiene eh schlecht, es geht mir gesundheitlich nicht gut, ich habe keine Familie, ich habe nichts mehr zu verlieren, klagen Sie für mich. Ja. Das ist natürlich irgendwie eine schlimme Haltung und da muss man sich sehr genau überlegen, wie man eigentlich darauf reagiert. Also es gibt auch viele richtiggehend verzweifelte Schreiben, die man da bekommt. Und ich habe eigentlich die Absicht, diese ganzen Schreiben in anonymisierter Form natürlich, ja, also mal zusammenzustellen, um einer Öffentlichkeit, die davon keine Ahnung hat, mal zu zeigen, wie es dieser Million von Mitbürgern geht. Ja, das ist eine vertrackte Situation, ne? Man kann ja davon ausgehen, dass in der Regel Leiharbeitende sich auch nicht freiwillig in diese Situation begeben, der kompletten Abhängigkeit und Unsicherheit. Ausnahmen mag es geben. Ich weiß zum Beispiel aus Hamburg in einem sehr, sehr angespannten Situation, was Arbeitskräfte auf dem Gesundheitssektor angeht, dass Krankenpflegende und Ärztepersonal ganz rar ist und die über Leiharbeit relativ flexibel und gut bezahlt werden könnten. Also es gibt sozusagen auch solche Fälle. Wahrscheinlich ist das aber nicht der hauptsächliche Prozentsatz derjenigen, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Nee, das sind vielleicht 5-10%. Also die gibt es auch, das ist völlig richtig, wenn Sie das sagen. Also wenn ein Leiharbeitnehmer Ingenieur ist oder Arzt oder sonst einen qualifizierten Beruf hat, ja, und man hat auf der anderen Seite Mangel an diesen Berufen, dann stellt man sich als Leiharbeitnehmer im Prinzip ähnlich wie ein dauerhaft Beschäftigter, mit dem einen Unterschied, dass man halt Leiharbeitnehmer ist und im Zweifel keine wirklich feste Beschäftigung hat. Hm.
Was machen wir jetzt mit den Millionen, die allerdings eben nicht nur sozusagen in Unsicherheit leben, sondern auch weitgehend trotz der Gesetzgebung irgendwie rechtlich schlechter gestellt als Angestellte? Jetzt könnte man ja sagen, naja, dann legt doch, also ja, alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will, hört auf damit, dann muss es ja anders werden. Was gibt es denn davon, neben diesem sehr arrogant wirkenden Rat, vielleicht etwas, was sinnvoller ist aus Ihrer Sicht? Ja, ja, also gewissermaßen das große Rad. Ja, also wir verweigern uns ganz generell. Das funktioniert deshalb nicht, weil es keine Organisationen der Leiharbeitnehmer gibt. Die können der Gewerkschaft beitreten, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, die Gewerkschaft ist nicht unbedingt ein konsequenter Interessenvertreter der Leiharbeitnehmer. Was sie machen können, sind Prozesse, und dazu hat Labournet ja auch aufgerufen. Wir haben eine Leiharbeitsrichtlinie der EU. Und diese Leiharbeitsrichtlinie ist vom deutschen Gesetzgeber nicht voll umgesetzt worden. Sie haben zum Beispiel im deutschen Gesetz haben Sie diese Ermächtigung, durch Tarifvertrag auch schlechtere Bedingungen für die Leiharbeitnehmer festzuschreiben. Faktisch verschlechtern die Tarifverträge, die es für Leiharbeitnehmer gibt, ausschließlich die Situation, die ohne diese Tarifverträge kraft Gesetzes bestehen würde. Und nun sagt die EU-Richtlinie, ihr könnt zwar Tarifverträge schließen in Bezug auf die Leiharbeitnehmer, aber der Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer muss erhalten bleiben. Und ein Tarifvertrag oder eine Reihe von Tarifverträgen, die ausschließlich zu Lasten der Leiharbeitnehmer vom Gesetz abweichen, das sind keine Tarifverträge, wo man sagen kann, da ist der Gesamtschutz gewahrt. Der Gesamtschutz ist dann gewahrt, wenn man ein bisschen weniger verdient, aber dafür einen besseren Kündigungsschutz hat. Ja, also wenn Sie gewissermaßen das kompensieren, was auf der einen Seite als Negativabweichung vom Normalzustand tariflich festgeschrieben wird. Das können Sie machen. Ja? Aber nicht, dass Sie ausschließlich verschlechtern. Das ist ersichtlich kein Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer. Und insofern hat man gute Chancen, beim Europäischen Gerichtshof da mal eine Entscheidung zu finden. Denn es ist so, die Ermächtigung im deutschen Gesetz zur Verschlechterung der Bedingungen der Leiharbeitnehmer durch Tarifvertrag. Diese Ermächtigung muss man richtlinienkonform auslegen. Und richtlinienkonform auslegen heißt in diesem Zusammenhang, man muss diese Grenze Gesamtschutz dort hineinlesen. Und wenn man das macht, dann sind die Leiharbeitstarifverträge nicht mehr wirksam. Dann bewegen sie sich außerhalb der Ermächtigung. Und dann gilt natürlich, weil sie unwirksam sind, dann gilt Equal Pay und Equal Treatment, also gleiche Entlohnung, gleiche wesentliche Arbeitsbedingungen, und dann stehen die Leute im Prinzip gleich. Aber so ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof, der ist natürlich zeitwierig und auch finanziell intensiv. Wie gestaltet sich sowas? Also das gestaltet sich so, dass wir im Moment in dieser Aktion ungefähr 15 bis 20 Kläger haben. Das sind einmal solche, die keine Angst mehr haben bei ihrem vor ihrem Verleiher, weil sie vor kurzem ausgeschieden sind. Und dann sind es Leute, die sagen, es ist mir gerade egal, ob der sauer ist und mich dann rausschmeißt oder nicht, ich klage. Und da müssen sie klagen vor dem Arbeitsgericht. Da gibt es Einzelne, die haben eine Rechtsschutzversicherung, Einzelne sind in der Gewerkschaft, dann gibt es einen Spendenaufruf. Also für diese Prozessführung, dann kann es auch Anwälte geben, die sowas unentgeltlich machen. Und dann macht man ein Verfahren, oder es wird vermutlich gut 20 Verfahren geben bei unterschiedlichen Arbeitsgerichten. Und dann kann das Arbeitsgericht erster Instanz, wenn es will, die Frage vorlegen an den Europäischen Gerichtshof. Und dann hat man innerhalb von anderthalb Jahren eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Begriff des Gesamtschutzes. Es kann auch das Arbeitsgericht erster Instanz sagen, nö, das entscheiden wir selber. Da sind wir selber der und der Auffassung, und dann ergeht eine Entscheidung, und dann wird es wahrscheinlich zu einem Verfahren zweiter Instanz kommen. Wenn es hochgeht bis zum Bundesarbeitsgericht, dann muss das Bundesarbeitsgericht an den Europäischen Gerichtshof vorlegen,
Denn die Frage, was man genau unter Gesamtschutz versteht, ist bisher vom Europäischen Gerichtshof nicht geklärt. Und es lässt sich auch nicht durch den Wortsinn her, also in jeder Hinsicht klären. Da braucht man eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.